Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von diesem Let's Play zu In Eternal. Ich bin immer noch Yamael und ja, ich habe ein paar sehr interessante Kommentare bekommen und möchte mich da erstmal für bedanken. Konstruktive Kritik ist immer gut und da möchte ich mich halt besonders bei P-Froggy bedanken, der so einige Punkte aufgelistet hat, um die ich mich mal kümmern soll. Und ich werde jetzt versuchen, immer mal so ein bisschen danach zu gehen. Ich habe mir eine Liste gemacht, was ich noch zeigen möchte. Und ja, ihr könnt natürlich selber auch Anregungen leisten. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, was nicht richtig verstanden habt in dem Video, dann sagt das so. Oder wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr schon erfahren seid, dass Neulinge das noch nicht so ganz verstanden haben. Weil es soll ja sowohl interessant für erfahrene Spieler sein, im Sinne von, naja, ein bisschen Witz dabei, aber halt auch ein bisschen erklärend. Interessant. Und ja, heute machen wir quasi dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und ja, wir erreichen jetzt das Operndorf, wie man hier schön eingeblendet sah, und dürfen dort direkt mal mit dem Seelenwächter reden. Und kriegen jetzt, weil ich die eine Quest gemacht habe, ein Kostüm dazu, eine personalisierte Brille. Und wenn ihr euch die anzeigen wollt, wie die aussieht, drückt ihr einfach Steuerung und Linksklick. Das ist so die Standardeinstellung. Na, hier. So sieht das dann aus. Wir haben hier unser Klassenkostüm und das ist die Brille. So, sieht sehr schräg aus, passt einfach perfekt zu diesem Let's Play. Unser Frosch, optisch aufgehübscht, so sieht es dann in echt aus. Kann man auch mal so ein bisschen umgucken. Sieht ja komisch aus. Ja, wir dürfen nochmal mit dem Seelenwächter sprechen, weil wir ja noch die Hauptquest haben. Und was auch wichtig ist, wir haben jetzt hier die Quest, können wir hier machen, weil wir sind ja im Operndorf. Aber zuerst einmal wollen wir natürlich mit dem Bürgermeister reden, um neue Quests zu bekommen. Gehen dann weiter zum Lebensmittelhändler, denn der Lebensmittelhändler bietet uns die Buchquests. So, wir nehmen wieder beide gleichzeitig an. Machen es aber diesmal so, dass wir nur eine annehmen. Einfach aus dem Grund, ihr habt es ja beim letzten Let's Play gemerkt, beim vorletzten war es, glaube ich, sogar, dass man mal ganz schnell die falsche Quest macht. So, jetzt muss ich hier mal gucken, welcher Ring besser ist. Der im Inventar ist besser als welcher der beiden. Der hier. Schlecht. So, Ring ausgezogen, neun angezogen, alles supi. Und ja, wir schmeißen die Farbe hier jetzt einfach mal weg, weil die will kein Händler annehmen. Und ich mag das nicht. Ihr könnt die gerne nutzen, zufällige Kleidungsfarbe. Ich finde das Luminary bzw. Chaos-Ritter-Kostüm, wie es jetzt aussieht, perfekt. Und ja, jetzt holen wir uns die uralte Bauernleitung Alpaka-Futter, um endlich unser Alpaka zu bekommen. Denn, ja, ein Reittier kann nicht schaden. Uralte Bauernleitung, Alpaka-Futter. Und jetzt müssen wir mit Krumme reden. Ja, mal gucken, wo der ist. In der Zeit möchte ich nochmal klarstellen, mit dem Leveln der Waffen, die Frau hat es angesprochen, ist gemeint, da steht hier in der Beschreibung dieses Einhandschwert. Man kann leider jetzt nicht schlecht drauf gehen. Kann. Ja, da kommt der Port. Sehr gut. Falscher Bildschirm. Haben wir unser wieder Lieblings-Papino, an dem wir immer sterben. Dieses Einhandschwert kann zur blauen Rüstung Level 1 bis 70 werden. So. Das heißt, wenn ihr Level 17 seid, ist das Schwert Level 17. Wir haben aber auch gleichzeitig noch die Optimierung hier. Wenn wir da drauf gehen, im Moment optimieren wir nichts. Wenn wir jetzt die Waffe da reinziehen, ja, mit der Waffe geht es jetzt nicht, aber wenn wir eine beliebige Waffe reinziehen, dann haben wir hier das Schwert und können Werte auswählen.
So, das Schwert hat Level 7. Das heißt, die Optimierungsstufe, die maximale Optimierungsstufe ist Stufe 7, weil das Schwert maximal die Stufe erreichen kann, die es hat. So. Und da das hier ein normales Angriffsschwert ist, nehmen wir den P-Angriff, die Crit-Rate und ja, den letzten Wert, da könnt ihr zwischen Genauigkeit ausweichen, je nachdem, was ihr lieber haben wollt, Block, P-Heilung wählen. Ich nehme jetzt einfach mal Genauigkeit und ja, optimiere das Schwert jetzt so. Dann seht ihr hier die Optimierungsboten, Werte. Im Moment sind die alle Level 1. Jetzt ziehen wir das Schwert mal an und greifen einfach mal den Raptor hier an. Wir haben ein neues Klassenlevel erreicht. Sehr gut. Ihr packt da jetzt gerade mal ein bisschen. Ihr seht schon, wir haben immer noch ein Schwert an und ein Dolch. Das heißt, wir können unsere Drachenritter-Angriffe immer noch schön einsetzen. So. Wir sind jetzt bei Optimierung. Ja, wir kriegen gerade keine EP dazu, weil die Monster zu niedrig sind. Also gehen wir dann doch wieder zu den Waldelfen. Vorher aber ganz wichtig, das Grünland-Alpaka auswählen und aufsteigen. Denn jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Überholen das Schwein und rasen durch die Gefilde von hinten. Es sieht sehr komisch aus, diese Reiter-Animation bei den Fröschen. Sehr breitschultrig gemacht. Also, um das nochmal abzuschließen mit den Waffen für den Chaosritter, das sind spezielle Waffen, die man nur bekommt, wenn man mit Level 1 startet. Es gibt auch Vermächtnisrüstung und Vermächtniswaffen. Diese können dann auch bis zu einem bestimmten Level hochgezogen werden. Beziehungsweise die passen sich dann den Charakterlevel an. Die Optimierung wiederum ist was anderes. Das kann jede Waffe, wo ihr das Level halt auch erreicht habt, das Maximal. Also bei den levelbaren Waffen, da ich die jetzt noch nicht so oft hatte, scheint es so zu sein, dass man das Max-Level erreicht haben muss, um die optimieren und verstärken zu können. Ich werde mir das da aber auch nochmal genau angucken. In Ruhe. So, wir sind hier wieder halb am Sterben. Weil wir uns zu viele Monster geholt haben. So. Optimierung. Jetzt seht ihr hier, das Schwert ist Level 3 und hat P-Angriff dazu bekommen und Genauigkeit. So, es ist zufällig, welcher Wert dazu bekommt. Es hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass P-Angriff dazu kommt. Ja? Höchste Wahrscheinlichkeit, P-Angriff. Genauso kann aber auch die Crit-Rate dazukommen. Die hat die zweithöchste Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit. Das heißt, es ist Zufall, welchen Wert ihr bekommt. Der 3. So. Es kann also passieren, dass ihr eigentlich am meisten P-Angriff haben wolltet, aber am Ende am meisten Genauigkeit habt. Also Genauigkeit hat die höchste Stufe. Deswegen gibt es ein Item, womit sich diese Optimierung nochmal auf Stufe 0 zurücksetzen lässt. Aber die Wahl der Gegenstände, die ihr optimiert habt, bleibt bestehen. Also, ihr könnt dann nicht nochmal wählen zwischen P-Angriff, M-Angriff, Crit-Rate, M-Crit-Rate, Genauigkeit ausweichen, GP-Heilung, was alles drauf ist und drauf kann. So viel dazu. Wir haben gerade eine Laufquest und ziehen irgendwie Aggro von Viechern. Die sind hier nämlich schon aggressiv und das macht das Ganze hier auch um einiges schwieriger, gefährlicher für uns. Wir müssen jetzt halt wirklich auf unsere HP achten. Anscheinend habe ich mal wieder die falsche Quest ausgewählt. Also wollte die falsche Quest laufen. Halb so wild. Gut. Dann steht noch auf meiner Liste hier erstmal Blöcke ansprechen. Ja, da braucht auch Waldkobolde.
Können wir gleich auch schon mitmachen. Parallel machen. Kriegen wieder Farbe. Da freuen wir uns aber. So. Bevor ich die Quest jetzt hier mache, möchte ich euch den Unterschied nochmal zwischen allgemeinen Fähigkeiten und Klassenfähigkeiten zeigen. Für allgemeine Fähigkeiten brauchen wir grundsätzlich Gold bzw. Silber. Wenn ihr hier auf Upgrade klickt, dann steht unten in Rot, für die nächste Stufe dieser Fähigkeit wird 137 Silber benötigt. Das geht später in einen Goldbetrag über. Aber dann haben wir auch mehr Geld zur Verfügung und kriegen mehr Geld pro Quest. Beziehungsweise Gold. Wenn ich jetzt auf Magier wechsle, dann habe ich genau dieselben Fähigkeiten hier zur Verfügung. Wie beim Chaosritter. Das sind genau dieselben Fähigkeiten. Die sind auch, haben auch die genau dieselbe Stufe, müssen nicht extra hochgezogen. Aber der Blitzschlag, den habe ich nur mit dem Magier. Und den kann ich mit Klassenpunkten hochführen. Klassenpunkte bekommt ihr so viele, wie ihr allgemein hier Klassenerfahrung bekommt. Also wenn ihr 200 Klassenerfahrung bekommt, dann kriegt ihr auch 200 Klassenpunkte. Einzige Ausnahme sind die Events hier. Die empfohlenen Events, dort kriegt man nur Erfahrung und Klassenerfahrung und keine Klassenpunkte. So. Und, ja. Deswegen kann man hier bei den Klassen immer schön, wenn man nur Magierklassen spielt, das ist super einfach, weil dann muss man nur einmal Gold ausgeben. Wenn man aber jetzt auch noch den Priester spielt, dann muss man hier nochmal extra Geld ausgeben. Der hat dann auch allgemeine Fähigkeiten. Beim Heiler haben die allgemeinen Fähigkeiten der Priester, der Bade, der Schamane, der Gelehrte. Bei Magierklassen, Magier, Illusionist, Hexenmeister, Chaosritter. Selbst wenn die freigeschaltet sind, dann haben die direkt die Fähigkeiten auf dem Level und fangen bei allen anderen Fähigkeiten bei Level 1 an und die müssen auch wieder freigeschaltet werden. Die allgemeinen Fähigkeiten können 75 sein, obwohl die Klasse erst Level 1 ist. Die hängen nur vom Charakterlevel ab. Die Klassenfähigkeiten hingegen hängen von eurem Charakter, von eurem Klassenlevel ab. Also hier seht ihr ja, meine allgemeinen Fähigkeiten sind 18 und ich bin 18. Meine Klassenfähigkeiten sind 17 und mein Charakter, also meine Klasse ist auch erst 17. So, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier in dem Reiter auch noch die Wissenszertifikate. Und hier haben wir erstmal oben den Block mit Wissenspunkte, Klassentalente. Wir haben 17 Punkte zur Verfügung, das heißt pro Level gibt es einen Punkt. Den könnt ihr hier in unterschiedliche Fähigkeiten reinsetzen. Also wir haben hier Genauigkeit erhöhen, Int erhöhen, Gamecrit-Schaden, Gamecrit-Rate. Mit jedem Level wird der Angriff und der Angriff Einhandwaffen erhöht. Erzeugter Zorn wird erniedrigt. Wir haben hier hinten aber auch halt andere Fähigkeiten, wie Bewegungsgeschwindigkeit oder die Abklingzeit von einem Skill erniedrigen, den Zorn erhöhen, sowas alles kann dort sein. So. Dann haben wir hier unten die Zertifikate. Die schaltet man bei den Klassen mit bestimmten Leveln frei. Und ja, die sind sehr nützlich. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich die jetzt hier rein tue, dann habe ich automatisch 10% mehr Wille und dadurch mehr MP. Wenn ich das hier rein tue, dann ja, habe ich eine Chance von 10% meine MP wiederherzustellen. Da ich ja oft Mana-Mangel habe, gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt zwei Magier-Zertifikate hat, dann kriegt man hier auch einen Magier-Bonus quasi, Magieklassen-Bonus. Das heißt, wenn ihr viele Zertifikate habt, ich werde das später auch nochmal zeigen, dann kann man hier so ein bisschen spielen. So, die Zertifikate haben wir jetzt, können wir auf OK klicken. Jetzt kommen wir nochmal zu den Klassenpunkten zurück und gehen dann hier erstmal auf den Schaden der Waffe. Das Problem jetzt beim Chaosritter ist halt, ja, er ist noch nicht so lange draußen, das heißt eine genaue Skillung ist noch nicht so ganz erforscht, welche jetzt die beste Skillung ist. So, ihr habt jetzt gesehen,
Der Skill ist auf 10, aber wir haben nur noch 2 Punkte. Wir haben 15 Punkte benutzt. Das liegt daran, bis 5 braucht man einen Punkt, ab dort braucht man 2, ab 10 sind es, glaube ich, 3. Nein, ab 15 sind es 3. So war's. So. Das heißt, ihr müsst so ein bisschen gucken. Macht es Sinn, von Anfang an ein Skill ganz hoch zu hauen? Oder fängt man direkt variabel an? Das müsst ihr selber wissen. Was sicherlich nicht schaden kann, ist hier beim Wissenszertifikat auch auf M-Crit Schaden bzw. auf M-Crit Rate zu gehen. Sowas wie Int bringt am Anfang wenig, weil bei Int ist es halt wirklich wichtig, dass man viel Int hat. Während sowas wie M-Crit-Rate, das ist nun mal ein Prozentwert und 1% wird 1% sein. Und jetzt haben wir hier wieder Scheiße gebaut. Wir kamen an Dagoa, wir haben eine AOE gemacht, jetzt hat er uns angegriffen und ich laufe jetzt. Hab versucht wegzulaufen, bin aber gestorben. So. Ich gehe jetzt auf hier beleben, bin direkt wieder hier. Und habe hoffentlich keine Erfahrung verloren. Nee, hab ich nicht. Gut. So. Ja, so viel dazu. Also ihr müsst so ein bisschen gucken. Jetzt gehen wir noch auf den letzten Klassenneuigkeiten. Hier seht ihr nämlich, wann ihr welches Zertifikat erreicht bei einer Klasse. Also ihr könnt euch schon mal angucken, wann ihr welches Zertifikat bekommt und wann ihr welchen Skill erhaltet, den ihr noch nicht habt. Ja, das ist ganz praktisch. Außerdem könnt ihr hier bei einem Out zwischen einem Outfit wählen. Der Chaosritter hat jetzt nur eins. Und wir sehen ja auch, wie viele Kristallkreuzorden wir bekommen. Wir haben jetzt 12 seltene Monster besiegt. Also 12 Punkte für seltene Monster bekommen, 0 für gewonnene Arenen und 0 für Gebietskriegskills. Logischerweise, weil, ja, konnten wir noch nicht dran teilnehmen. Hier sehen wir auch, wie sich so die Anfangswerte, die Stats-Bonus der Klasse sind. Zum Beispiel 100, Glück 112%. Wir sehen hier, dass wir Z-Guess plus 5% als Frosch bekommen. Und eine MK-Rate plus 20%. Dazu benutzen wir leichte Rüstung. Und wir können über Alchemie Sachen herstellen. Das ist unsere professionelle Fähigkeit. Dazu komme ich aber deutlich später erst. So viel zum Klassenfenster erstmal. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen einleuchtender geworden. Wir machen jetzt ganz normal weiter mit der Quest. Wichtig ist hier halt immer, dass ihr ein bisschen drauf aufpasst, wie euer halt HP-Balken euch entwickelt. Wir sind nicht unbesiegbar. Sterben nervt. Später sogar noch mehr, weil man 5% EP verliert. Und ja, deswegen immer so ein bisschen aufpassen. Das ist gefährlich. Und ja. AOEs sind jetzt vielleicht nicht so schlau. Einfach aus dem Grund. Ich greife damit nun mal alle Gegner an, ne? Jetzt müssen wir zur Laubelfe. Die sind hier. Der Waldkobold kommt uns hinterhergelaufen. Das heißt, er muss sterben. Unser Dolch ist jetzt Stufe 4. Unser Schwert. Aber ich lege jetzt wieder das Standardschwert an, weil das halt besser ist. Ich wollte euch nur die Optimierung mal zeigen. Und ja. Da sich die beiden Waffen nicht optimieren lassen. Doch. Nein, lassen sich nicht optimieren. Es nervt. Das ist wirklich schade. Ja, machen wir so weiter erstmal. Ihr könnt ja, wenn ihr beispielsweise als Magier angefangen habt, könnt ihr natürlich einen Stab optimieren. Ich sag's jetzt schon mal so: Das Optimierungssystem wird nachher auf jeden Fall aktiv genutzt, weil ihr müsst euch vorstellen,
Wenn ihr eine Waffe auf 70 habt, Level 70, dann habt ihr 70 mal die Möglichkeit, einen von drei Boosts zu erhöhen. Und das summiert sich einfach. Das kommt ja alles zu dem dazu, was wir eh schon an Werten haben. So, wir müssen jetzt frisches Wasser holen. Und dann wieder die Lumililie hier. Also die Laubelfen haben wir jetzt anscheinend. Bisschen gucken. Unser Inventar ist zum Glück leer genug. Unser Sperling sammelt weiterhin fleißig auf. Und ja, teilweise doppelte Drops. Das heißt, das geht hier ratzfatz. Ist nicht so wie bei den Wildschweinen. Teilweise kann es aber nicht schaden, dann dem Pet mal nachzuhelfen. Ja. Wir müssen hier einiges sammeln. Lilienblütenblatt brauchen wir beispielsweise 8-mal. Aber, mein Gott, wir müssen ja auch noch, jetzt noch zwei, haben erst vier. Ja gut, dann killen wir die halt ein bisschen öfter. Wo ist das Problem? Dann können wir nämlich direkt drei Quests abgeben. Das ist immer schön. Bringt viele EP. Und so langsam merkt ihr, die Klasse kommt gar nicht mehr so mit, ne? Das ist leider so. Man hat so viele Quests, dass die Klasse am Ende ein bisschen weiter zurückbleibt. Immer noch nicht. Jetzt haben wir es. So, jetzt können wir die Quests abgeben. Das machen wir auch. Denn dann kriegen wir wieder Klassen-EP. Und, ja. Wenn ihr noch Fragen zum Optimieren habt, dann schreibt das doch in die Kommentare. Selbiges gilt natürlich zum Klassensystem, wenn ich euch spezielle Skillungen mal bei einer Klasse zeigen soll oder so, wenn euch das interessiert, dann einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich lese mir das durch, ich nehme mir das zum Herzen, weil ich mache die Videos natürlich auch für die Zuschauer und nicht nur für mich selber. Und ja, auch ganz wichtig wäre in meinen Augen, wenn ihr auch mal ins Forum schauen würdet bei Area Games und dann in Eternal, weil dort gibt es wirklich relativ gute Erklärungen, wie man denn eine Klasse zu skillen hat. Leider noch nicht zu jeder Klasse, beispielsweise Chaos Ritter ist jetzt ein bisschen schwer. Es gibt Leute, die spielen den lieber mit einem Stab, wo sie dann nur die Klassenfähigkeiten nutzen, weil alle anderen Chaos Ritter Fähigkeiten nur mit einem Einhand, mit einem Schwert. Was war das? Degen, Schwert oder Zweihänder genutzt werden können. Wir sehen hier wieder Mandragora rumhoppeln. Ja, das war der Weltenboss, der uns eben getötet hat. Der mich eben getötet hat. Und ja, ihr müsst halt selber entscheiden. So ein bisschen. Es gibt variable Skillungen, beispielsweise beim Ingenieur. Wenn man den viel zum Run nutzt, dann nimmt man die defensive Variante. Wenn man aber den Ingenieur selber spielt, dann geht man natürlich auch ein bisschen mehr auf Angriff. Weil wenn man den nur runnt, dann nutzt man in der Regel einen Skill. Und da ist es egal, wie viel Schaden die Waffe macht, weil erstmal egal, weil das ein Dot ist. Sowas halt. Deswegen, beim Priester beispielsweise gibt es den Angriffsskill, die Angriffsskillung oder die Heilungsskillung. Im Sinne, also es gibt Damage und Heilpriester. Da entscheidet sich dann natürlich auch die Wahl des Sets immer so ein bisschen mit. Ja, allgemein, es wird einfach, aber es ist doch letztendlich variabel in vielen Fällen. Aber nicht in allen. Und letztendlich, wenn ihr was falsch macht, es gibt ein Buch der Erinnerung, das könnt ihr euch holen, das kann ich später noch mal zeigen. Damit setzt ihr alle Punkte zurück. Wenn ihr euch also verskillt habt, nicht schlimm, ihr könnt dann noch mal neu skillen. Selbiges gilt ja auch für die Heldeneigenschaft.
Die ist nicht final gewählt. Das wäre auch ein bisschen dumm in einem Spiel, wo man jederzeit die Klasse wechseln kann und erst später die neuen Klassen dazu bekommt und dann vielleicht sagt, hey, ich möchte aber jetzt den Hexenmeister spielen, habe aber vorher die ganze Zeit Krieger gespielt und kann jetzt mit den Fähigkeiten nichts aus anfangen. So, wir kriegen jetzt schon Seelenwächter hier die Quest fürs nächste Gebiet. Müssen jetzt Lucario besiegen. Erinnert ein bisschen an Lucario. Und damit, mit der Quest, werde ich dann auch dieses Video für heute beenden. Da waren jetzt sehr viele Erklärungen drin. Wir sind nicht wirklich viel weitergekommen, aber es war mir einfach wichtig, euch das zu erklären. Beim nächsten Mal gibt es dann auch mehr zum Schicksalspfad. Ihr seht, wir haben jetzt zwei Mobilität. Ich möchte euch mal die Würfeloptionen erklären. Das geht leichter, wenn man mehr Würfel zur Verfügung hat. Im Moment, der ist der frühe Strohmann, oder? Nee, das ist ein anderer. So. Kriegen hier gerade ganz schön Schaden ab. Deswegen bisschen angreifen. So, haben das gut hinbekommen. Und können jetzt die Quest wieder abgehen. Ihr seht jetzt, inzwischen sind wir Level 19 und die Klasse ist immer noch Stufe 17. Also, wir kommen nicht mehr ganz so hinterher. Ja, und das wird nachher noch extremer, deswegen ist es auch immer schwierig. Wenn man jetzt mit 20 sagt, ich möchte jetzt aber Bade spielen, das ist nicht ganz so einfach. So, wir nehmen wieder eine leichte Rüstung, weil wir ja die leichte Rüstung tragen. Ziehen die uns auch an. Ja, kann man ruhig anlegen. Da hat man noch überhaupt keinen Gegenstand für. So, ja. Ich nehme noch die nächste Quest an. Da hinten haben wir noch ein paar Ausrufezeichen. Und dann ist halt für heute wieder Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ich die Erklärung jetzt gut gemacht habe oder nicht. Denn, ja. Man kann sicherlich bei der Skillung nochmal genauer reingehen. Das werde ich dann später auch bei anderen Klassen nochmal machen. Hier beim Luminary sehe ich es halt erstmal recht wichtig, dass man den Angriff der Waffen hebt in Prozenten, weil wenn man mehr Damage macht, dann ist das halt auch schön und die M-Crit-Rate und der M-Crit-Schaden ist ja gut, der M-Crit-Schaden ist bei mir jetzt schon relativ hoch, aber die M-Crit-Rate liegt bei 15%, das ist nicht wirklich sehr hoch, liegt aber auch am Set unter anderem. Ja, also dann bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr ihn noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Ich werde noch mehr Videos machen zu Eden Eternal, logischerweise. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, wie auch immer, wann ihr halt das Video guckt. Und sag ciao.